herzlich willkommen zu einem neuen Video bei TNK Motorsport. Hi Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe es euch versprochen, wir gehen in die Werkstatt. Das haben wir getan. Wir sind am Civic. Und zwar geht es um Folgendes. Hier hinten seht ihr den Heckbereich vom Auto. Und das ist ziemlich weich geworden. Ja, leider ist das so. Letztes Jahr ein paar Treffer hinten bekommen. Manchmal kann man das leider nicht ändern. So, folgender Plan. Wir schweißen jetzt von da hier hinten eine Querstrebe rein, die dann hier rüber geht. Andere Seite dann wieder ankommt. Einfach um ein bisschen Stabilität zu bekommen. Ja, ich würde sagen, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Ich bereite das eben vor und dann zeige ich euch gleich, wie das am einfachsten gemacht wird. So, wie ich euch das eben schon versprochen habe, habe das vorbereitet. Da ist das der Zollstock mit dem passenden Winkel und dem eingestellten Maß. Und dieses Rohr nehmen wir jetzt und bauen das zurecht. Ja, man hat mit Metallbau gelernt, der Winkel passt nicht ganz, aber das ist nicht schlimm. Das können wir gleich noch ein bisschen anpassen, wenn es im Auto ist. Das gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite genauso. Wir sind fertig mit der Querstrebe. Ich zeige euch eben das Ergebnis. So, also wir haben die Strebe drin, ist auch schon lackiert. Mit ein paar Sollbruchstellen. Jetzt sollte das ein bisschen sicherer sein, wenn hier einer drauf fährt. Dass er nicht gleich bis zum Tank durchfahren kann, sondern einfach ein bisschen geschützt ist. Mehr können wir am Civic leider nicht tun. Das Fahrwerk ist auf dem Weg. Da warten wir jetzt auf die Post. Zwei, drei Kleinigkeiten sind dann noch dran zu machen, aber das geht. Jetzt wollen wir aber am Wohnmobil weitermachen. Und zwar wollen wir da eine Trittstufe anbauen. Von da nach da. Ordnung ist das halbe Leben. Was ich echt nicht gut ist. Wenn einer von euch Zollstöcke überhaupt, schreibt mich an, könnt ihr gerne zuschicken. Das ist immer Mangelware. Schrunzen, Schrott. Das Beste ist bei beiden. Bestes bei beiden. Die Idee ist gut so, allerdings müssen wir das auch ein bisschen verfeinern und uns überlegen, wie wir es festmachen. Es muss auch alles TÜV-konform sein, aber wir sind auf gutem Weg. So Freunde, wir haben ein bisschen was geschafft, habt ihr ja gesehen. Leider sind wir nicht ganz fertig geworden, wir brauchen noch ein bisschen Material dafür. Muss ja auch alles TÜV-konform sein am Ende. Ja, wie das immer so ist. Denkt man sich, man macht das eben schnell fertig und dann wird es leider nichts. Egal, halb so schlimm. Wir bleiben auf jeden Fall dabei. Und wie das ganz fertig sein wird, dann mit dem Tritt, seht ihr in einem anderen Video.
voller Fokus erstmal auf den Civic gelegt. Das Fahrwerk ist da. Das wird dann als nächstes eingebaut. Dann geht's schon. Als nächstes geht es dann zum MSC Barut am 15. und 16. April. Da bin ich als Rennleiter und Streckensprecher unterwegs. Und da nehmen wir euch auf jeden Fall auch mit. Wir werden auch ein Auto dabei haben, so wie es aussieht. Dann haben wir noch ein kleines Special-Video danach. Das sind wir am 22. April in Uelzen, wenn das Wetter mitspielt. Das hoffen wir natürlich. Und dann 29., 30. April, erster Lauf NRX in Uelzen. Und da werden wir mit dem Civic an den Start gehen. Seid gespannt, wir halten euch auf dem Laufenden. Dann kommt ein neues Video von uns. Schreibt ruhig was in die Kommentare, egal ob es euch gefällt oder nicht. Danke, Freunde. Bis nächste Woche.